Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital Paintbook Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute gibt es im Test das neue Wacom Companion 2, also beziehungsweise das Cintiq Companion 2. Das ist ein Windows-Rechner kombiniert mit einem Pen-Display in 13 Zoll Größe mit einer enormen Auflösung von 2560 x 1440 Bildpunkte, sogenannte QHD-Auflösung. Das Pen-Display verfügt über 2048 Druckstufen und es gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ich zeige euch jetzt on Detail das ganze Gerät. Wir werden ein paar Sachen mal ausprobieren, einstellen und zum Schluss gibt es natürlich noch, wie immer, ein Fazit von mir. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Companion-Test und nicht vergessen, der Digital Paintbook Podcast wird euch präsentiert von der Digital Paintbook Buchreihe. Und jetzt geht's endlich los. Das Cintiq Companion 2 ist zurzeit in 4 Modellen erhältlich. Angefangen mit einem i3-Prozessor mit 64 GB SSD-Platte für 1399,90 € bis hin zum i7-Modell mit 512 GB SSD zum Preis von 2499,90 €. So, auf der linken Seite findet man die Knöpfe für die Lautstärkeneinstellung, also laut und darunter liegend leise. Der nächste Knopf ist zum Ein- und Ausschalten. Dann gibt es eine Aussparung für die Mikrofone. Dann ein Knopf fürs Rotieren und darunter liegend ein Loch fürs Schloss. Dann natürlich die Express Keys und den Rockerring, ein Sensor oben links und die Frontkamera. Auf der rechten Seite ein MicroSD-Schlitz, dann zweimal USB 3.0, Stromanschluss, Anschluss fürs Display an den Rechner und ein Thunderbolt-Anschluss, SD-Karteneingang, USB und ein Kopfhörereingang. Das Companion 2 verfügt über eine Touch-Eingabe, das heißt, man kann das Betriebssystem auch wunderbar mit dem Finger steuern. Und auf der linken Seite befinden sich die Funktionstasten mit dem Rockerring. Die erste Taste zum Beispiel zeigt on-screen an, welche Einstellungen bei den Tasten vorliegen, auch für den Stift. Bei der zweiten Taste geht es dann weiter, da ist zum Beispiel die Shift-Taste hinterlegt, bei der dritten die Alt-Taste. Dann kommt der Rockerring, da sind nochmal 4 Tastendrücke hinterlegt, also nach oben gibt es rückgängig, drückt man nach links, das ist ziemlich cool. Da gibt es ein On-Screen-Menü mit voreingestellten Optionen, das kann man auch fixieren und da gibt es dann auch noch den Werkzeugschlüssel, um das Treibermenü aufzurufen und einzustellen. Drückt man dann die Taste nach unten, gibt es die Pinselstripes, um die Pinselgröße zu variieren. Oder drückt man nach rechts, gibt es eine Wiederholen-Funktion. Drückt man dann auf die Windows-Taste, kommt man in den Startbereich und drückt man nochmal drauf, geht es zurück in die Applikation. Die Funktionstaste darunter ist Control voreingestellt, eine Leertaste als vorletzte und ganz unten, da kann man dann zum Beispiel ein Radialmenü einblenden mit weiteren Funktionen. Außerdem kann man auf dem Companion 2 mit Gesten arbeiten, zum Beispiel zum Rein- und Rauszoomen oder zum Verschieben des Bildinhaltes. Der Companion 2 wird mit einem Standfuß ausgeliefert. Dort gibt es 3 Einstellmöglichkeiten. Einmal leicht geneigt, dann geneigt und wenn man dann den großen Ständer rausholt, dann hat man eine aufrechte Arbeitssituation. So, hier sieht man das Ganze mal im Workflow. Man kann also dann direkt mit der Touch-Eingabe reinzoomen und dann mit den Fingern durch das Motiv scrollen. Man kann dann mit einer Funktionstaste zum Beispiel den Color Picker aktivieren, um aus dem Motiv heraus Farben aufzunehmen. Das ist ganz praktisch. Dann muss man nicht die Farbpalette aufrufen.
Man kann natürlich auch Skizzen und analog gefertigte Motive mit der Backkamera aufnehmen und dann mit dem Cintiq Companion 2 weiter bearbeiten. Das Companion 2 lässt sich auch als übliches Pen-Display anschließen, also Stromstecker rein, dann gibt es das 2-in-1-Kabel, das kommt auf der rechten Seite in den Schlitz hineingesteckt und dann hat man noch ein HDMI- und USB-Kabel, was dann rechnerseitig integriert wird. Über das Wacom Desktop Center kann die Helligkeit und der Kontrast justiert werden. In diesem Menü hat man ebenfalls die Möglichkeit, mit RGB-Schiebereglern die Farben anzupassen. Sollte die Stift-Maus-Cursor-Positionierung nicht mehr harmonieren, kann man dann jederzeit den Stift mit dem Screen kalibrieren. Um sich einen ersten Eindruck von der Drucksensitivität mit dem Display zu verschaffen, empfehle ich ein paar kurze Testübungen. Mit Linien und Schleifen können Sie hervorragend experimentieren und prüfen, wie der Stifteindruck funktioniert. Drückt man nur ganz leicht auf, gibt es eine dünne Linie, drückt man fester auf, gibt es eine dicke. Wie viele unterschiedliche Strichstärken können Sie erzeugen? Oder muss man gegebenenfalls in das Treibermenü nochmal hineingehen, um den persönlichen Eindruck zu justieren? Mit einem Airbrush und Weichpinsel hat man die Möglichkeit, mit der Drucksensitivität weitere Erfahrungen zu machen. Stufenlose Farbverläufe sind hier zum Beispiel das Thema. Drückt man fest auf, kommt viel Farbe raus und lässt man dann den Stift ein bisschen weiter los, dann kommt wieder weniger Farbe. In einer ersten Übung, zum Beispiel mit einer Kugel, kann man ebenfalls feststellen, wie das Cintiq reagiert. Mit einer Auswahl in runder Form starte ich, nehme dann einen Airbrush-Rund-Weichpinsel mit mittlerer Deckkraft, einen mittleren Blauton und fange dann an mit dem ersten Farbauftrag. Einmal in der Mitte durch, dann an den Rändern vorsichtig die Farbe auftragen. Und dann merkt man, wie weich man mit dem Cintiq die Farben auftragen kann. Sollte etwas nicht gefallen, kann man dann wieder mit dem Color Picker direkt aus dem Motiv eine Farbe aufnehmen und dann nochmal die Farben anders aufmalen. Als nächstes kommt dann ein dunklerer Farbton noch hinzu. Da wählt man dann direkt die Farbpalette aus, einen dunkleren Blauton und kann dann am Rand nochmal weiterarbeiten, damit die Kugel noch rundlicher aussieht. Zum Schluss noch ein Schatten unter die Kugel mit einem dunklen Farbton, so ganz vorsichtig die Farbe auftragen. So, und dann kann man entscheiden, ob die Kugel da so stehen bleibt oder ob sie dann halt ein bisschen anfängt zu schweben. Thank you.
Schauen wir uns das Companion 2 mal in der Praxis an. Ich habe hier eine Schädelillustration angefangen und ich kann also hier mit der Touch-Eingabe in das Motiv rein rauszoomen oder auch mit der Hand durch das Motiv scrollen. Ich muss also nicht extra zu der Lupe greifen oder zu der Hand. So mit dem Color Picker, der Funktionstaste auf Alt, kann ich also direkt dann auch aus dem Bild Farben auswählen und muss also nicht den Cursor extra zur Werkzeugleiste bewegen. Ich mache jetzt hier mit einem hellen Farbton ein paar Lichtkanten an meinem Schädel. So wird die Formgebung hier noch deutlicher. Je nachdem, was ich gerade machen möchte, bleibt meine linke Hand mit dem Finger meist dann noch auf der Funktionstaste liegen. So kann man dann ganz schnell hier zum Beispiel eine Farbe wählen und diese dann auftragen. Die Pinselgröße könnte ich also auch direkt von einem On-Screen-Menü erfassen, aber bei meinem Workflow ist es so, dass ich da sehr schnell mit der belegten Taste auf dem Stift zurechtkomme und dann in der jeweiligen Position mein Pinselmenü einblende. Mit dem Wischfinger kann man dann die zuvor aufgemalten Farben noch leicht verwischen und in die Gesamtstruktur einfügen. So möchte man zum Beispiel noch mehr Details integrieren, nimmt man einen kleinen Pinsel, holt sich die Farbe aus dem Motiv und kann dann ein paar weitere Risse zum Beispiel hinzufügen. Oder vielleicht möchte man doch die Augenhöhle dunkler gestalten, dann nimmt man sich einfach einen Farbton aus dem Motiv schon heraus, wenn man es möchte, und kann dann das Ganze vorsichtig abdunkeln. So, ich hoffe, euch hat der Test gefallen. Ihr seht also, das Companion 2 hat im Gegensatz zu dem Vorgängermodell etliche Verbesserungen bekommen. Das Companion 2 verfügt über eine enorm hohe Auflösung. Man hat auch mehrere Modelle zur Auswahl. Auch die Gesten, um zum Beispiel zu zoomen, funktionieren jetzt auch problemlos unter Windows in Photoshop. Man hat auch eine ganze Menge Möglichkeiten, Produkte anzuschließen, also nochmal einen externen Monitor anzuschließen, eine Speicherkarte mit einzubauen, zusätzlich etliche USB-Eingänge und so weiter. Und man kann natürlich halt jetzt auch das Companion nehmen und an einem PC oder an einen Macintosh-Rechner anschließen, um das Cintiq als eigenständiges Pen-Display mit dem auf dem Desktop-Rechner befindlichen Betriebssystem zu nutzen. Ja, dann gibt es noch eine super Tasche, die mit dabei geliefert wird. Das heißt, man kann also das Pen-Display geschützt halt hier reinstecken und das damit gut verstauen. Auch der Grip-Pen hat dann also auch hier in der Tasche nochmal Platz hier oben rein. Also macht das also eine ganz gute Figur.
Preislich startet das Companion 2 bei 1399 Euro mit einem 1,7 GHz Prozessor und einer 64 GB SSD-Platte. Ihr seht, das Companion 2 ist also ideal, um unterwegs zu zeichnen und zu malen und kann natürlich auch trotzdem dann am heimischen Arbeitsplatz als Pen-Display angeschlossen werden. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim digitalen Malen, ob unterwegs oder zu Hause. Und nicht vergessen, Digital Paintbook Podcast wird euch präsentiert von der Digital Paintbook Buchreihe.